Winterzeit, insbesondere die Adventzeit, ist Märchenzeit. Immer wenn die Sonne mit ihren Strahlen den Mann im Mond am linken Ohr kitzelt, und das geschieht sehr selten, und der große Bär im kleinen Wagen auf der Milchstraße spazieren fährt, und das geschieht noch seltener, immer dann versammeln sich während einer mondhellen Sommernacht die Berggeister und Wassernixen, Baumwipfelelfen und Erdkobolde, Pane und Feen auf einer prachtvollen Lichtung in einem geheimnisvollen Wald rund um den Feuergott. Das ist die Zeit der Wandler. Wir Wandler, wir sind keine Zauberer, wir sind einfach fantastische Wesen, die sich allzeit in jede nur erdenkliche Gestalt verwandeln können, sei es ein flüsternder Windhauch, ein singendes Schilfrohr, ein sprechender Stein, ein tanzender Regentropfen, ein weinender Drache, eine mutige Maus oder gar ein Mensch. Und Wandler sind atemberaubende Geschichtenerzähler. Sobald ein Wandler zu erzählen beginnt, wird es mucksmäuschenstill um den Feuergott. Die Menschen nennen das Lagerfeuer. Nur das Knistern und Knacken der Holzscheite ist zu hören. Wie sie schildern, dichten und fabulieren können. Ach, keines dieser Sommernachtsfeuerfeste werde ich je vergessen. Oh, pardon. Wie unhöflich von mir. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Erfevalu, mein Name. Ich bin der Jüngste der Wandler und etwa 9712 Verwandlungen alt. Aber so ganz genau weiß ich das nicht mehr. Mit meinen Ahnen wandelte ich schon unzählige Male auf mannigfaltigen Reisen kreuz und quer durch die Welt und entdeckte manch wunderliches Geheimnis. Und fantastische Geschichten. Als beim letzten Sommernachtsfeuerfest die Reihe an mir war, zum ersten Mal sollte ich, Erfevalu, der Geschichtenerzähler sein, begann ich also zu berichten von meinen Wandlereien entlang der Donau, von Nixen und Fischern, von Armen und Reichen, von mutigen Dienern und ängstlichen Fürsten, von verwunschenen Prinzen und pfiffigen Bauern, klugen Frauen und rasenden Hexen, von sprechenden Tieren und treuen Begleitern, von gierigen Teufeln und hilfreichen Geistern. Und alle Geschichten sind wahr. Ich habe sie selbst erlebt. Und heute erzähle ich euch eine Geschichte aus unserem Nachbarland der Slowakei. Die Geschichte vom Wassermann von Devín. Unterhalb der Burg von Devín, nahe der schönen Stadt Bratislava, hauste ein junger Wassermann. Der hatte nur eins im Sinn, das Tanzen. Eine etwas ungewöhnliche Vorliebe bei Wassermännern. Anfangs beobachtete er lediglich bei Sommerfesten am Ufer der Donau die Mädchen und Frauen beim Tanz. Und jedes Mal kribbelten seine Füße und es juckte ihn zwischen den Schwimmhäuten. Schließlich wagte er sich aus seinem Wasserreich, schnappte sich ein Mädchen und begann einen wilden Tanz. Die eindrucksvollen Tanzkünste des quirligen Wassermanns begeisterten alle Frauen, junge wie alte. Um mit ihm einen Walzer zu drehen oder eine Polka, vergaß so manch eine ihre Arbeit. Das blieb den Männern von Devín nicht verborgen, obwohl der Wassermann den Frauen nichts Böses tat. Im Gegenteil, sie waren nach dem Tanz mit ihm fröhlich und beschwingt. Beschlossen die Männer, diesem Treiben ein Ende zu bereiten. Sie wollten dem unerwünschten Tänzer eine Tracht Prügel verpassen. Er sollte ihre Töchter und Frauen nicht zum Tanz verführen. Man erzählte sich, dass die schöne Jana immer nach dem Kirchgang zum Donauarm spazierte, um mit dem Wassermann das Tanzbein zu schwingen. Eines Tages
lauerten die argwöhnischen Männer den beiden auf. 2 Dutzend Männer warteten auf den richtigen Augenblick, umstellten die Tanzenden und wollten den frechen Kerl mit ihren Fischernetzen fangen. Der aber lief davon und wollte sich in sein Wasserreich flüchten. Aber je weiter er lief, desto weiter entfernte er sich von seinem Zuhause, der Donau. Seine Verfolger waren hartnäckig und es wurden ihrer immer mehr. Schließlich sah er keinen Ausweg mehr, schüttelte den Kopf und verwandelte sich flugs in ein Pferd mit grüner Mähne. So galoppierte er der wütenden Meute davon, geriet aber plötzlich in eine Sackgasse, aus der es kein Entrinnen gab. Der Dorfwirt riet den Männern, die Gasse mit den Ketten abzusperren, und so sehr sich das Pferd auch aufbäumte und ausschlug, es konnte nicht mehr entwischen. Der Wassermann war zwar gefangen, aber ein Pferd konnte man doch nicht verprügeln. Was machen wir jetzt mit ihm? Keiner der Männer wusste einen Rat, und so ließen sie es einfach beim Wirt. Das Pferd mit der grünen Mähne war bald das Schmuckstück seines Stalls. Wunderschön und zudem auch kräftig, so dass es für den Wirt von großem Nutzen wurde. Der Spitzbub war so geschickt, dass er dem edlen Pferd gutes Futter gab und es täglich striegelte und pflegte. Nur ans Wasser ließ er den verwandelten Wassermann nicht. Die anderen Pferde wurden zum Fluss gebracht und bekamen auch im Stall immer genug zu trinken. Das Pferd mit der grünen Mähne hingegen durfte nie zum Brunnen, nie zum Wassertrog, nie aus einer Pfütze trinken. Und wenn es einmal regnete, versperrte der Wirt das Pferd im Stall. Ganz ausgedörrt und verkümmert wurde das prächtige Ross und sehr, sehr, sehr traurig. Ein Wassermann braucht zum Leben Luft und Wasser. Fied, der Knecht des Wirtes, hatte schließlich Mitleid und gab dem unglücklichen Pferd einen Bottich mit Wasser. Das Pferd wieherte vor Freude, trank den ganzen Bottich leer, schüttelte den Kopf und flugs stand statt des matten Pferdes mit grüner Mähne der Wassermann von Devin vor dem verdutzten Fied. »Du hast mir das Leben gerettet, ich danke dir. Wie ruft man dich, edler Jüngling?« Ich bin kein Edler, ich gehöre zum Gesinde des Wirtes und ich heiße Fied, stotterte der verwirrte Knecht. Der befreite Wassermann griff in seine Tasche und zog 3 Dukaten hervor. Hier, mein Freund, deine Knechtschaft hat nun ein Ende. Erbaue eine Mühle am linken Ufer des Deviner Donauarms. Verschwand er. Nur einzelne Wassertropfen blieben von ihm zurück, spiegelten sich in der Sonne und bildeten eine winzig, winzig kleine Pfütze. Darin hätte eine Baumwipfelelfe nicht baden können, so klein war die Pfütze. Der Wirt wusste nicht, wem geschah. Das Pferd mit der grünen Mähne, sein bestes Arbeitstier, war verschwunden. Sein Knecht verließ ihn ohne Abschied. Er wütete, tobte, stolperte dabei in diese winzige kleine Pfütze und ertrank. Schon nach kurzer Zeit war Fied mit dem Bau seiner Mühle fertig, doch dann traute er seinen Augen nicht. Seine Mühle mahlte Tag und Nacht durch alle 4 Jahreszeiten und so wurde Fied ein sehr, sehr reicher Mann. Der Wassermann hatte ihn für seine gute Tat belohnt. Eines Abends spazierte Fied zum Ufer der Donau. Auf einer Bank traf er die schöne Jana, die immer noch sehnsuchtsvoll darauf wartete, dass ihr temperamentvoller Tanzpartner aus dem Wasser auftauche. Und manchmal da geschehen Dinge, die keiner wirklich erklären kann. Fied und Jana sahen sich an und flugs
verliebten sie sich ineinander. Fortan lebten sie glücklich in der Wassermühle, und man munkelt, dass der Wassermann von Levin ein häufiger Gast bei ihnen war. Man hörte es dann poltern, stampfen und wirbeln. »Der Wassermann tanzt wieder«, flüsterten die Bewohner von Devin. Ich wünsche allen, jung und alt, viel, viel Freude mit den Donaumärchen, eine schöne Adventszeit und fröhliche Weihnachten.